was bisher geschah. Das Ding ist, ich hatte nie was gegen den Typen so richtig, ne? Aber vor kurzem hat er einfach so ein Instagram-Video gepostet, wo er rappt. Du hast gerade noch 50.000 Likes auf einem Bild, Digga, und du hast 1,8 Millionen Zuschauer. Also Freestyle. Und wenn sie nach Hause kommt, will sie nur Papi. Wie kann man mit so wenig Talent so berühmt werden? 2269 Likes. Wir müssen dazu erwähnen, dass er 1,8 Millionen Abonnenten auf Instagram hat. Also er hat eine sehr große Reichweite. 1,8 Millionen Abonnenten und verdient 250 Euro. Bitte stell dir mal vor, wie lange jetzt der Papa arbeiten muss für 250 Euro. Ist so eine Scheiße dein Digga? Nein! Wer ist dieser Musti-Affe? Ich hab noch nie von ihm gehört. Neue Headwelle geht los. Lukas Fans haben sich von ihm verabschiedet und sind einfach zu mir gekommen. Ohne Scheiß, ich hab wirklich solche Kommentare gelesen. 30.000 Likes und nur 700 Dislikes. Wo sind die Lukas Fans? What up, bro? Witzig, witzig. Voila, Lukas, witzig. Voll witzig, warum bist du witzig? Junge, das Video hat dich verhältet, Dislikes. Das Video hat nicht mal 1000 Dislikes! Ich hab mit der Hatewelle gerechnet gegenüber mich, aber nicht gegenüber dich! Bro, du weißt nicht, was deine Abonnenten schreiben. Deine Mustifizierte schreiben die ganze Zeit in meine Kommentare rein. Soll mich vergraben gehen, whatever, ich will aufhören. Du hast dich gefixt. Mit dem Rappen aufhören, vielleicht. Das meinen die, ja. Da bin ich auch der Meinung. Boah, bin ich abgefuckt, Digga, ja, was ist denn? Jo, Leute, was geht's? Auf jeden Fall, dieser Lukas Rieger schon wieder. Der hat irgendwie jetzt wieder auf mich reagiert. Am Anfang hatten wir irgendwie Beef auf YouTube hin und her und danach irgendwie im Livestream. Auf einmal macht er irgendein Video gegen mich. Keine Ahnung, ich hab's gerade zugesendet bekommen. Ich würde einfach mal sagen, wir reagieren jetzt drauf. Ich habe aber einen Kollegen mitgenommen, wirklich. Ich habe gar keinen Nerv für sowas. Weil so ein Spaß, Alter. Was? Klar, Hund. Das ist der Lukas Bieber. Sie reagieren jetzt zusammen auf Lukas Rieger. Warte schon ganz kurz, mein Laptop, oder? Kleiner Hund, ja. Walla, kleiner Pico, Digga. Was will der jetzt so, ja? Walla, was siehst du, Mann? Ich mich nicht ab. Bobby, Rossi! Die hab ich ab, Digga. Ich bin ein bisschen gut. Seine Haare so scheiße, Digga. Nee, wie ist der? Walla, Spasti, Digga. Walla, wie der mich ab. Kleiner. Leute, ihr spricht, Digga. Heute geht's um diesen Mustihaft. Um wen denn sonst am Nachbräumen? Du redest nur über mich am Nachbräumen, ich schwöre. Kleiner. Ich war lange still, aber ich kann einfach nicht mehr stehen bleiben, weißt du? Der kann nicht still bleiben, was reden. Irgendwann ist einfach so eine Grenze überschritten, der fuckt mich so hart ab. Ich fuck ihn also ab. Auf was bezogen, Digga? Auf was meinst du das? Wie ich fuck dich ab? So eine Scheiße. Ich einfach direkt wie du reingeschissen, schon ganz am Anfang, Digga. Spaß. Weißt du, das Video hier, Lukas Rieger Fame und Land, Lukas Rieger da, dies, das, weißt du? Ich hab vielleicht 3 Videos oder so gegen dich gemacht, also übertreib mich. Vielleicht noch 2 Livestreams oder so, also komm mal ganz schnell auf dein Leben klar. Ich verstehe einfach nicht, was deine Mission dahinter ist. So ein Spaß, aber ich weiß ja, was er von mir will, weißt du, ich hab mir nichts getan, er macht immer Video gegen mich. So, warum? Woher? Bruder, wieso? Lass mich doch am Ende, Freund, das ist dein Spaß, Problem, Digga. Ja. Mach ich halt ein Video gegen dich, was willst du machen? Gut, Digga. Wieso? Ich stotter noch nicht so. Warum rein nicht? Mit seinen 1,60 macht er mir auf dicke Eier hier bei YouTube. Jetzt geht doch auch noch auf meine Größe. Guck dir den an, Digga. Digga, so lächerlich. Lächerlich einfach. Digga. Ich hab mich abfangen, Digga. Ich bin kurz vorm Ausrasten. Kleiner. Wenn ich den Real Life treffe, wahrscheinlich so kleine Rosine hätte er. Oder was labert der? Walla, selber bestimmt kleine Rosine, ja, sagt er zu mir Rosine, ja. Er macht, by the way, nur Klicks auf Nacken von anderen YouTubern, ja. Lass mich doch, haben wir nicht bei mich, hast du mir aufgebaut, was willst du machen? Alleine, guck mal, was du die ganze Zeit machst, kommt er die ganze Zeit auf mich zu elevate, der mich ab, Digga. Du machst doch gerade selber Video gegen dich, weißt du, auf deine Nacken, ja? Natürlich. Aber er macht nichts alleine, weißt du, er macht immer nur... Lukas Rieger, was macht der? Big hier, er macht Hussein Schild, weißt du? Und alle kommen nur wegen den anderen Leuten, aber was macht er? Er hat einfach nichts zu tun. Ein wow. Stift steckst du dir in dein Auge. Packt er mich ab, Digga. Scheiß Haare, was ist das denn? Wischung oder was? Ich steck selber nicht, Digga. So ein kleiner Laucharm. Sagt er zu mir Rosineier. Guck dir den an, Digga. Seitdem der Bart hat, denkt er, er ist irgendwie Patron von Deutschland und denkt, er reagiert Deutschland mit seiner... Nur weil er keinen Bart hat, guck mal sein Gesicht, der hat da nicht mal eine Strähne, Digga. Nicht mal eine Härchen, Digga. Dann hab ich halt Bart, was los, Digga, da bin ich halt Patron. Mit einer Freund. Krassen Weste, die er in der Türkei gekauft hat. Oh, er geht jetzt auf diese Weste, die ich in der Türkei gekauft habe im Jahre 2019, Anfang 2019. Schimmert ganz schnell dein Leben. Gar keine Argumente. Er labert nur über Rosineier und sonstiges, Digga. Er bleibt selber. Er hat sich wie seine Arme an meiner Brille. Ich werde schon wieder aggressiv, Digga. Ah,
Suche. Ja, ist gut. Ein bisschen nachgelesen. Weißt du, diese Videos so gegen mich, warum? Warum machst du das? Warum? Warum hat der. Hat nichts anderes zu tun in seinem Leben, einfach da zu sitzen, einfach da irgendwelche Videos zu machen gegen irgendwelche anderen Leute. Weißt du, warum? Warum musst du immer alle haten? Warum machst du nicht mehr Content, der Qualität hat? Weißt du, Content. Mein Content hat Qualität, Junge. Ich schneide das keine Ahnung wie lange. Ich kann Videos gegen andere machen. Was juckt dich das, Digga? Am Ende, was juckt dich das? Filmst da irgendwo in deinem Zimmer oder sonstiges, wo das gerade ist, am Ende, sieht aus wie Jugendherberge. Labert nämlich voll, was filmst du gegen mich, Videos und alles Mögliche. Der für dich. Der du bist, weißt du, du spielst da irgendeine scheiß Rolle, beleidigst alle bis aufs Ganze so. Und warum machst du das so? Das hat einfach gar keinen Sinn. So, du machst einfach wirklich Müll. Bruder, Müll. Dicker, was redet er? Du postest viel auf für deine Fans. Ja, du schon mal fünfmal? Ja, locker. So, und was machst du? Meine Videos werden immer wieder gesperrt, keine Ahnung, locker 6-7 Stunden Arbeit in einem Video und was dann vielleicht nach 2 Tagen direkt gesperrt wird von YouTube. Er macht Uncut, Digga. Weißt du so? Wann hat er das letzte Mal irgendwas hochgeladen? 5 Monaten? Ja, deswegen sei du leise, Digga. Laber du mich nicht voll, Alter. Einfach ein Bastard, ja. Sag dir Bastard. Sag dir Bastard, Digga. Einfach dein YouTube löschen, dann ist alles gut. Dann haben wir mehr in Deutschland. Komm raus. Weißt du was? Ich lösche die Videos nicht. Ich lösche gar nichts. Monabrem, fuck mich nicht ab, Digga. Walla Billa. Ich komm grad nicht auf mein Leben klar, ganz kurz. Ich komm grad nicht auf mein Leben klar. Der droht mir jetzt, meine Videos zu zweigen, während ich 2 Strikes auf meinem YouTube-Kanal habe. Ehrenlos. Gib dir das, Digga. Gib dir das. Ehrenlos, Digga. Walla, Munabodum. Wenn ich ihn sehen würde, ich würde ihn direkt boxen, Digga. Ja. Safe. Safe, Digga. Direkt. Ich würde direkt mit dir boxen. Direkt eine Faust in seine Fresse, Digga. Ich hab einfach die Schnauze voll, Digga. Soll er machen, Walla Billa. Ich juck mich sowieso nicht, ich hab 2 Strikes. Soll mein YouTube-Kanal gelöscht werden, Mann. Ich hab mich doch gar nichts mehr. Naja, Leute, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen hoch. Schaut bei dem lieben Lukas mit C vorbei. Abonnieren nicht vergessen, um ein Mustifizierter zu sein. Und ich hab keinen Bock mehr für sowas, Digga. Ehrlich. Ask how many times you rode the wave, not so often. Bitches down and do it every day, way too often. Baby, I can make that pussy rain. Often, often, often. Girl, I do this often.